Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zum Thema Custom Skins in R-Factor 2 mit GIMP. Hallo, ich hatte bei einem der letzten Videos gesagt, dass es teilweise etwas tricky ist, herauszufinden, wie denn nun zum Beispiel die Window-Datei benannt werden muss, um sie dann eben entsprechend beim Fahrzeug bei unserem Custom Skin auch einbinden zu können. Oftmals stimmt halt die Vorlage oder der Name der Vorlage nicht hundertprozentig mit dem überein, was nun letzten Endes dann im Fahrzeug oder im Custom Skin eingebunden werden muss. Das ist ein bisschen frustrierend, weil man dann die ganze Zeit rumprobiert und zu keinem Ergebnis kommt. Ich habe dann einfach mal zwei Beispiele für rausgesucht. Das eine ist der Audi GT3 2019 und das andere ist die Callaway C7 GT3 Corvette. Wir gehen in den Singleplayer-Mode. Ich habe den Audi hier schon mal rausgesucht. Wir klicken drauf, klicken hier auf Customize wie gewohnt, landen dann im Showroom bzw. im Material Manager, wenn wir hier oben auf den Farbeimer klicken. Und man sieht, ich habe das Ganze hier offensichtlich schon mal vorbereitet. Wir können nochmal auf Create Skin Folder drücken, da passiert aber eigentlich nicht mehr viel, außer dass uns jetzt der Audi weiterhin angezeigt wird. So, wenn wir uns den Audi jetzt selber lackieren möchten, dann kann das eben in gewohnter Art und Weise mit GIMP zum Beispiel geschehen. Wir brauchen dafür wieder die Vorlagen eben aus dem sogenannten Workshop-Content oder aus dem Workshop. Die suchen wir uns einfach mal raus und dann kann man halt auch gleich den Unterschied schon deutlich aufzeigen. Ich gehe hier wieder nach Programme x86, Steam, Steam Apps, dann nach Workshop, Content. 365960 ist die Bezeichnung für R-Factor 2 und dann suche ich mir den Audi raus. Da gibt es mehrere. Wir wollen jetzt hier halt den Audi 2019 haben. Und wir sehen, hier heißt die Vorlage auf jeden Fall Windows.psd. Ich habe das Ganze auch hier schon mal vorbereitet mit einem Skin und kann das kurz zeigen. Ich gehe mal in mein R-Factor 2 Verzeichnis nach User Data Player Settings und hier zum Audi. Hier im Hintergrund springe ich mal einmal kurz zurück. Hier habe ich das schon mal vorbereitet. Hier habe ich auch die Window-Datei schon richtig benannt. Ich benenne sie jetzt nochmal genau nach der Vorlage und diese Messdatei lösche ich. Das führt nur zu Problemen. So, jetzt nehme ich halt die Dateien mal mit rüber, lege sie mir ins Skin Directory, so wie gewohnt. Gehe hier hinten wieder in R-Factor 2 rein, klicke auf Customize. Und jetzt auf den Farbeimer geklickt, sehe ich, ich habe hier offensichtlich ein Alt-Toot Windows und ein Alt-Toot zur Verfügung. Jetzt soll ich den Skin neu laden. Machen wir auch mal. Bei der Windows-Datei hat sich jetzt noch nichts getan. Wenn ich jetzt wieder zurückklicke, sehe ich, dass hier offensichtlich irgendwas auf dem Audi gelandet ist. Ich sage jetzt mal, was da nicht hin soll oder wie auch immer. So, ich gehe jetzt wieder zurück auf Alt-Toot. Beachte das Prelix Reload Page auch entsprechend und sehe, dass meine Windows-Datei halt immer noch nicht angezeigt wird, weil ich hatte mir nämlich genau hier oben in dem Bereich der Frontscheibe einfach was anderes reingeschrieben. So, jetzt kann man natürlich hin und her probieren, fluchen, wie auch immer. Hilft alles nichts. Wie finde ich denn nun raus, wenn ich den Verdacht habe, dass die Windows-Datei hier offensichtlich, also die Vorlage, nicht so heißt wie das, was ich im Custom Skin einbinden muss? Gehe ich zurück in den Datei-Explorer von Windows, gehe in mein R-Factor 2 Verzeichnis, also Programme x86, Steam, Steam Apps, dann nach Common, R-Factor 2, Installed und dann nach Vehicles. Dort gibt es jetzt bei mir jede Menge. Hier gibt es aber auf jeden Fall den Audi GT3 2019. Den klicke ich mal an. Gehe dann hier in das 1.61 Verzeichnis und bei mir ist jetzt diese Mess-Datei mit dem sogenannten Mess-Utility verknüpft. Bei wem das nicht ist, der macht sich einfach ein neues Fenster auf vom Datei-Explorer, geht wieder nach x86, also Programme x86, Steam, Steam Apps, Common, R-Factor 2 und dann gehen wir nach Support, Tools und klicken hier auf Mess2.exe. So, jetzt kann ich die Datei hier einfach mit der linken Maustaste erfassen, gedrückt halten, hier rüberziehen und dann sehe ich auf jeden Fall bei dem Upgrade-File hier, welcher Inhalt in der Datei ist. So, und da sehe ich,
dass die Window-Datei gar nicht Windows heißt, sondern eben nur Window. Also gehe ich mal rüber, springe wieder in mein User-Data-Player-Settings, dann für den Audi und ändere hier, vorher sollte ich den R-Faktor vielleicht auch rausgehen, aber wir können das parallel machen, ändere jetzt den Dateinamen und lösche einfach das S. Jetzt kann ich hier eigentlich auf Reload Skin drücken und siehe da, diesmal hat es auf Anhieb geklappt. Ich habe also hier jetzt einen ganz anderen Scheibenrahmen, als das vorher der Fall ist. Ja, so viel zum Audi. Bei der Callaway Corvette ist das dann auch, ich sage jetzt mal, ähnlich tricky. Ich nehme jetzt mal die Callaway Corvette. Callaway C7. Und ich glaube, hier gibt es auch ein Custom Car von mir selber. Genau. Ich gehe mal auf Customize, damit kann man das eigentlich auch ganz gut zeigen. Auf dem Farbeimer gehe jetzt hier auf mein Skin. Könnte ich nochmal Please Reload Page machen. So, das ist halt mal was, was ich mir habe ausgedacht. So, jetzt sehe ich auch hier auf der Scheibe oben steht Cutaway drauf. Und wenn man das Ding jetzt dreht, sieht man, dass die Heckschürze auch entsprechend abgeändert worden ist. Da ist einmal der Aufkleber Student Driver und dann gibt es nochmal so einen kleinen Copyright-Vermerk für die Schlange. Beziehungsweise das Bild der Schlange. So, wenn wir uns jetzt wieder die Vorlagen raussuchen, wir gehen halt in den Datei-Explorer, wie gewohnt, in das Workshop-Verzeichnis. So, dann suchen wir uns mal schnell die Callaway Corvette. Und bekommen da folgende Vorlagen. Das ist einmal Extra 0, dann K und einmal B Bumper. Letzteres ist dann nun die Heckstoßstange oder der Bumper hinten. Das ist wirklich ein bisschen tricky. Vorweggenommen, dafür müsste man R-Faktor 2 halt im Trace-Modus starten und dann dort reinschauen, welche Dateien geladen werden. Das wird ausführlich genug, finde ich, im Forum Studio 397 beschrieben. Die Extra-Null-Datei ist aber unsere Windows-Datei. Und warum die jetzt Extra-Null heißt und wie wir die benennen müssen, kann man eben wieder zeigen, indem wir zurückgehen und gehen dann nach Common, R-Factor 2, User-Data-Player, dann Settings, Callaway Corvette und hier ist die Corvette. Und da heißt die Datei auch wieder Window. Am Ende und nicht etwa extra 0. So, wenn ich jetzt wissen möchte, warum das so ist oder wie man darauf kommt und man den Verdacht hat, irgendwie das passt alles nicht so zueinander, wie man sich das vorgestellt hat, also mit extra 0 wird da halt irgendwie gar nichts geladen. Man sieht jetzt zum Beispiel auch, dass der Bumper die extra 2 Endung bekommt. Dann gehen wir wieder so wie vorhin in R-Factor 2, Installed, dann nach Vehicles, gehen in das Verzeichnis der Callaway Corvette und machen da genau das Gleiche. Wir schauen also, meistens ist das der Ordner mit der höheren Versionsnummer, in die sogenannte Car Upgrade Mass Datei. Ich habe hier das Utility noch offen. Wir ziehen uns also die Datei da wieder rein. Ja, und sehen erstmal, okay, hier gibt es, wenn man es genau nimmt, offensichtlich gar keine Window-Dateien, sondern immer nur die Region und die DDS-Datei, also sprich den Skin und die Region-Datei dazu. Um jetzt rauszufinden, oder meistens führt es dann dazu, wie wir die Window-Datei benennen müssen, klicken wir mal auf diese VEH, diese Vehicle-Dateien, und rechte Maustaste und sagen einfach Extract. So, und jetzt möchte ich das extrahiert haben, lege ich mir hier einfach mal auf den Desktop und gehe dann im Datei-Explorer dahin. Kann man dann mit dem Notepad öffnen, bei mir ist das halt aus verschiedensten Gründen schon miteinander verknüpft. Und da sehe ich, hier oben, das extra 0 ist eigentlich Window. Da muss man jetzt ein bisschen Transformvermögen anwenden, um drauf zu kommen oder um dann daraus zu schließen, dass ich halt die Datei eben nicht extra 0 nennen darf, sondern Window, wenn ich die Fenster bezeichnen möchte. Beziehungsweise in meinem Custom Skin haben möchte. Ja. Viel mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu zeigen.
wie immer, ich hoffe, es hilft dem einen oder anderen beim Painten. Erspart ein bisschen Frust, Kummer und so weiter. Es ist leider immer nicht ganz so durchgängig und es entspricht nicht immer alles in der Namenskonvention, wie wir uns das ganz gerne wünschen oder hätten. Und man kommt aber auf jeden Fall zum Ziel. Konstruktive Kritik, Verbesserungswünsche, Vorschläge, wie immer in den Kommentaren sehr gerne. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen.